Ja, eine Lehre gemacht als Geomatiker und habe eigentlich nach der Lehre gesagt, ich gehe sicher nicht auf Muttenz und ich werde sicher nicht studieren. Ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir in der Lehre sehr viel nur AV haben gemacht und amtliche Vermessung haben gemacht und nicht wirklich spannendes Zeug. Ich habe das dann entdeckt, als ich nach der Lehre in einen anderen Betrieb hineinschauen konnte und dort sehr viel innovatives Zeug durfte kennenlernen. Das war Laserscanning, Mobile Mapping und Drohnenfliegen. Und gut, Mobile Mapping hat mich sehr fasziniert und ich habe dann gemerkt, ah, dort gibt es so coole Sachen, dort gibt es wirklich spannendes Zeug. Darum habe ich mich wieder damit auseinandergesetzt und habe mich wieder neu informiert über das Studium. Und dann habe ich herausgefunden, dass es wirklich sehr innovativ ist, dass man ja, Arbeiten machen kann, die wirklich Leute viel bringen, wo Leute dankbar sind, wenn sie dann die Daten bekommen. Und dort habe ich eigentlich dann mich entschieden, ja, zu studieren.